Gut, du bist sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, ja, auf jeden. Hier muss es sein. Sei aber bloß vorsichtig. Okay. Also ich sehe immer so gar nichts. Pass auf! Oh! Hast du es? Ja, ich hab's gefunden. Nur noch schnell raus hier. So. Oh ja. Einen kleinen Moment nochmal. Hey, ich bin der Nerdman und heute reden wir über diesen Comicroman hier. Jack der Monsterschreck und die Zombie-Apokalypse oder auch The Last Kids on Earth ist ein Comicroman, der von Max Braja und Douglas Holgate geschrieben und illustriert wurde. Er ist 256 Seiten lang und erschien am 18. September 2019 hierzulande unter dem Ars Edition Verlag. Und ja, es handelt sich um einen Comicroman. Das bedeutet, es ist ein Roman mit vereinzelten Begleitbildern, die die Geschichte vorantreiben sollen. Ganz im Stile von Gregs Tagebuch zum Beispiel. Doch um was geht es hier eigentlich genau? Jack Sullivan ist ein ganz normaler Teenager, bis seine Stadt von Zombies und Monstern überrannt wird. Zum Glück, kann man sagen, hat er ein großes Hobby, nämlich Videospiele, weshalb er bestens vorbereitet auf eben diese Apokalypse ist. Zusammen mit seinem besten Freund Quint, das Wissenschaftsgenie, und Dirk, dem Hau-drauf-Typ mit dem weichen Kern, verschanzt er sich in einem Baumhaus. Mit allerhand ulkigen Waffen, wie zum Beispiel Butterschlotzschleudern, Monsterstopp-Saftgranaten, bestehend aus so Dingen wie Mayonnaise und Schuppenshampoos, verteidigen sie sich gegen die Untoten. Und nebenbei versucht Jack, mehr schlecht als recht, seine heimliche Liebe June zu beeindrucken. Dann hole ich mir die ultimative Trophäe für den größten postapokalyptischen Erfolg! Entschuldigung, Sir. Wie ihr sehen könnt, ist Jack der Monsterschreck eine humorvolle und kinderfreundliche Version von The Walking Dead. Normalerweise sind postapokalyptische Geschichten ja immer bedrückend und düster. Aber diese Buchreihe schafft eine abwechslungsreiche und nie dagesehene Wendung bezüglich dieses Themas. Und schafft es zusätzlich dazu, sich trotzdem auch weiterhin kritisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. By the way ist dieses Buch nur ein Teil einer Reihe von 3 Büchern, von denen die letzten 2 noch folgen werden. Mir persönlich gefällt auch der Zeichenstil sehr gut. Hat was von guten Nickelodeon-Animationsserien und ist aus meiner Sicht auch für groß und klein ansprechend. Apropos Serie. Für all die, die entweder nicht genug von den Büchern bekommen oder nicht so die großen Leseratten sind, wie ich zum Beispiel, auf Netflix könnt ihr jetzt schon die komplette Geschichte des ersten Buches als Serie anschauen. Der Zeichenstil wurde hierbei komplett animiert und passt wie gesagt bestens ins Bild neben anderen kinderfreundlichen Animationsserien. Die erste Folge geht zwar eine Stunde lang, bleibt aber durchweg unterhaltsam und spannend. Hat halt ehrlich ultra Spaß gemacht, sie zu gucken und macht halt einfach Bock auf mehr. Wir retten June del Toro! Und ich weiß auch ganz genau, wie das ablaufen wird. So, und an dieser Stelle möchte ich mich kurz bei meinen Wunder und für die Möglichkeit, bei dieser Kampagne mitzumachen, bedanken. Glaubt mir, als die mich zum ersten Mal angeschrieben haben und meinten, ich soll ihnen ja meine Adresse schicken, dachte ich echt erstmal, die schicken mir eine Bombe oder sowas, Alter. Briefbombe ist raus. Naja, jedenfalls hoffe ich, euch hat dieses kleine Video gefallen. Checkt die Links in der Beschreibung aus, falls ihr euch den ersten Band kaufen oder auf Netflix die Serie anschauen wollt. Und schaut definitiv mal bei mir und bei den verlinkten Personen auf Insta vorbei. Und damit hoffe ich, ihr schaltet in Zukunft wieder ein bei mir, dem Nerdman.